Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Warface. Ja, wir spielen in dieser Folge mal den Sanitäter. Und auf den hatte ich einfach mal so Bock. Den will ich jetzt mal hier eine Runde spielen. So, weg mit dir, Kollege. Und dann wollen wir mal loslegen. Ist auch so meine erste PvE-Runde. Hier mit dem VNMK. Weil ich wollte einfach mal so eine Art Unterstützer sein fürs Team. Mein Team heilen und so. Hatte ich einfach mal Lust drauf. Weil ein Heiler ist halt schon wichtig. So, komm hoch, Kollege. So. Vorrücken. Hopp, 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 hopp. Zack, weg mit euch. Oh, hallo, wer bist du denn? So, gut, der ist weg. So, warte, wie heile ich jetzt? So, hier. Okay, gut. Das war jetzt mein allererstes Mal. Da musste ich jetzt erstmal etwas mit klarkommen, erstmal. Ich muss natürlich noch etwas schneller werden mit dem ganzen Wiederbeleben und so. So. Erstmal heile ich mich selbst. Zack. Du musst auch geheilt werden, stimmt's? So. Gut. Jetzt geht's dir auch besser. Wir brauchen auch noch Heilung. Hallo? Du? Nein? Okay. Dann lass uns weiter. Meine Schrotflinte ist auf jeden Fall hier gut in diesem Gebäude, weil wir hier eher kürzere Distanzen haben. Das Problem ist bloß hier gerade mein Team, weil das ja wie ein wahnsinniges, verrücktes Team vorrennt. So. Hoch. Kann bitte jemand die Tür öffnen? Bitte. Okay, gut, jetzt können wir weiter. Ich merke schon, unsere Kollegen hier, die wollen ein bisschen knuddeln miteinander. So wie das gerade aussah hier an der Tür. Wo? Was war das denn jetzt? Ich bin wieder im Geistermodus, ich merke schon. Mich hat es einfach hier weggezogen. Muss man aber echt aufpassen wegen diesen ganzen Seiten. Vor allem, was richtig tödlicher wäre, wenn plötzlich so ein Schildhain dort kommt. Ja, dann könnte es das schon, wie ich es angesprochen habe, passiert es sogar. Dann könnte das ganz schnell das Ende bedeuten. Okay, ich rede darüber und plötzlich passiert das. Vielleicht bin ich ein Orakel. Man munkelt. So. Weiter geht's. Halt, hier lang müssen wir bestimmt. Ja. So, wir rutschen. Zack. Das macht aber auf jeden Fall mega Laune irgendwie, die so mit einem Schuss oder so wegzuholen mit der Schrotflinte. Der haut halt auch sehr gut rein. So. Jetzt heile ich mich erstmal. Braucht ihr etwas Heilung? Was will die da mit ihrem komischen Knüppel? Ich merke schon, darauf steht die. Das ist ein Fetisch von der. So. Hallo? Da schaut er mich einfach an, der kleine Ludwig. Was ist das? Oh oh. Hier kommt ein Heli, oder? Nein, wir werden abgeholt. Okay. Ich dachte, wir müssen jetzt gegen einen Heli kämpfen. So. Weg mit dir.
Okay, alle rein. Hopp, 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 hopp. So. Ich bin euer Sunny. Nennt mich ab jetzt Herr Sanitäter. Und die Waffe, die der hier hat, die will ich mir ja auch zulegen. Die sieht mega gut aus. Also, muah. Die Waffe möchte ich gerne mal in den Mund nehmen. Und einfach mal so den Geschmack kosten, wie sich die Tarnung so anschmeckt. Also ich denke mal, die schmeckt bestimmt so ein bisschen nach Melone. Vielleicht auch nach Erdbeer. Ich liebe Erdbeeren. Von daher, Kollege, lass mich mit deiner Waffe lutschen. Okay, so, wir holen uns mal hier den Raketenwerfer. Ja, nicht, wenn ich auf dem Boden liege. Sunny. Na gut, ich bin selbst ein Sunny. Der Satz, Sunny, hilf mir, wäre jetzt komisch gekommen. Haben wir eigentlich noch einen Sanitäter? Nein, 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 nein. Nein, haben wir nicht. Schade. So. Mist, ich brauche neue Raketen. So, bitteschön, eine Granate für dich. Zack. Na los, dreh dich kurz um, bitte. Dreh dich um zu Papa. Ne, will er nicht. Er denkt es so, nein, vergiss es. Niemals werde ich mich umdrehen für dich. So, dann muss ich halt nachhelfen. Hallo, mein Lieber. Hoho, das hat gut Schaden gemacht. So, ich bin auch absolut noch gar nicht gewohnt, dass ich mich jetzt selbst heilen kann. Weil ich den ja sonst nicht spiele, den Heiler hier. Den guten Sunny. So. Wir brauchen unbedingt einen neuen Raketenwerfer. Da unten liegt einer. Wir retten den. Mist, wie komme ich am schnellsten runter? Kollege! Okay. Gut. Das hat sich schon von selbst erledigt. Da ist ein Schild, Heini. Sehr gut. Raketenwerfer her. So. Zack. Ah! Attacke! Das war's für dich. Adios, amigos. So. Gut. Jetzt werden wir abgeholt. Wo? Oh, wo kam das denn jetzt her? War das ein Kollege von mir? Nein, hier ist ein Gegner. So. Einfach alle das gleiche machen. Alle werfen eine Granate dort rein. Der arme Sprengmeister. Er wollte uns doch einfach nur wegsprengen. Nun gut, Leute. Steig ein. Gruppenstechen. Los geht's. Gruppenstechen. Ole, ole, ole. Ach, ich liebe das. Aber das wisst ihr ja. Das ist einfach so meine Lieblingsaktivität hier. Wir machen am Ende einer PvE-Runde Gruppenstechen. Das ist halt einfach so, so als ob du auf dem Klo sitzt. Einfach entspannend. Einfach entspannend ist das also. Ja, war eine schöne Runde. $630 bekommen wir hier. Ja, ist doch ganz gut was hier an Geld. Ich hätte zwar eher auch so viel wie der eine hier mit den 1200, aber der hat einen viel höheren Boost. Der hat einen 240er Boost. Wir gerade mal 75. Daran liegt das. Aber hat wirklich Laune gemacht, die Mission. Und ich muss es einfach nochmal sagen, wir machen diese Mission hier
so am meisten Spaß, einfach wo du dann so gegen einen Roboter kämpfst oder einen Helikopter. Einfach, weil mir das irgendwie Spaß macht mit diesem Raketenwerfer und so. Das fühlt sich alles so smooth und elegant an. Und ich bin auch schon gespannt, ob es irgendwie noch weitere Gegner geben wird, die in so eine Roboterrichtung geben wird. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Irgendwie so ein viel größerer Roboter oder so wäre mal als Gegner richtig cool. Vielleicht gibt es das ja bei schweren Missionen oder bei einem Raid. Das weiß ich nicht. Aber nur gut, da würde ich sagen, war es das dann auch wieder mit der Folge hier. Und ich denke mal, wir werden jetzt den Sanitäter mal etwas öfter spielen, denn der hat mir echt Laune gemacht. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Und ja, falls ihr Verbesserungstipps habt in meinem Spielstil oder im Videosinne, dann schreibt mir die doch gerne in die Kommentare. Und ansonsten haut rein, euch noch einen schönen Tag und tschüss.